herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelder Land. Jo, dann müssen wir mal schon wieder starten zum Feld. Weil LU steht immer noch parat und erntet Karotten. Ach, das Ding, das nervt mich ein bisschen, ne? Das ist nicht mit dem Lenkrad, dass das Lenkrad mir immer den Tempomaten raushaut. Aber naja. Ich gebe mal ein bisschen Gummi. Hoffentlich werde ich diese Woche nicht wieder so oft geblitzt. Wäre schön. Oh, Baller. Oh, da liegen immer noch Kartons rum. Den müssen wir irgendwann auch mal einsortieren irgendwie. Sagt denn unser Tempomat eigentlich? 48. 48 ist gut, da können wir nicht geblitzt werden. So, ich schaue gleich nochmal nach dem Karottenpreis. Ob wir noch mehr verkaufen. Weil ich gar nicht mehr weiß, was es waren. Ich glaube knapp 500 Euro, gell? Oder ob wir den Rest einlagern. Das muss ich gleich mal checken. Ist der schon wieder voll? Oh ja. Den Markt checken. Karottis 419. Nee, Quatsch, das sind Zwiebeln. 522 immer noch beim Lidl. Na dann. Mach mal Geld. Muss dann nur im Auge behalten. Ach, wieso geht denn das immer mit auf, ey? Im Auge behalten, wie viel Geld wir machen. Damit wir die Steuern auch richtig zahlen müssen. Oder können dann anschließend. Wir haben ja schon eine ganz ordentliche Menge vom Feld runterbekommen an Karotten. Das ist ganz gut.
Sogar ich muss sogar sagen, eigentlich kriege ich mehr Karotten runter, wie ich eigentlich haben will. Also unverschämt viel. Oh, oh, oh. Ein zweiter schon, der heute rausgeflogen ist. Je nachdem kriegen wir gleich noch ein paar Synchronisierungen. So, Stift und Zettelchen. Ganze Tage am Karotten fahren, da wird man müde, ey. Eigentlich habe ich gar keinen Bock mehr auf Karotten. Aber was willst du machen? Runter vom Feld müssen sie. Folge warum? Na, hallo? Hallo, ich ist der Neumann. Oh Gott. Das heißt nichts Gutes, ne? Gerade doch. Okay, was? Krieg ich Geld? Samstag. Ja, Samstag ist Halloween und. Ach Gott, das Kasperles Theater. Und da wollte
heute die ganze Gemeinde eine Party feiern. Eine Halloween-Party. Wo? Unter Feld. Nee. Unter oder über Feld 99, eher über Feld 99. Ist ein Parkplatz und dahinter ist ein Labyrinth. Ah, mhm. Bei Nozuko da in der Nähe. Ja, genau. Ah, ja. Okay. Gut, dann, wie viel Uhr? Ja, Samstag, ne? Eher abends. Also, ja, okay. Wenn es dunkel ist. Ja, 21 oder so. Ja, genau. Gut, dann, bis dahin soll ich die Karotten auf dem Feld haben. Die nerven mich. Mein Mitarbeiter auch. Denke ich mir. Was kriegst du denn eigentlich dafür? Ja, da habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Das finde ich gut. Aber ich habe doch noch was, was nicht so schön für dich ist. Ja, Steuern, ne? Genau. Ja, wie viel? Ja, diese Woche mal ein bisschen mehr. Ja, ich habe guten Umsatz gemacht letzte Woche, ne? Ja. Der kommt schon wieder. Kaum bin ich da mit dem Anhänger, kommt er wieder angefahren. Ja, der ist immer schnell voll. Einmal 14. Musst du mal mehr drauf achten, was der trinkt. Wow. einmal was, warte. 14.400. 14.4. Steuern dann. Sollte raus sein. Jo, ist angekommen. Gut. Gut. Ja, Kredit war ja erst letzte Woche, daher. Ja, gucken wir mal, ne? Also könnte sein, dass ich die Woche dann nochmal was zahle. Jo, da freut sich immer die Bank. Ja, ich mich auch, weil es nervt mich langsam. Komm nicht runter von dem Berg. Aber naja, gucken wir mal. Ich muss gucken, wie die Woche jetzt so ausgeht und dann sage ich dir auch nochmal Bescheid. Jo, dann ciao, ne? Jo, danke, tschö. Ja. So, ich werde jetzt auf jeden Fall die Ladung nochmal verkaufen. Der Preis an Karotten, der sinkt gerade. Deshalb die Ladung noch verkaufen und den Rest ins Silo ballern. Im Silo haben wir nämlich noch auf jeden Fall genügend Platz. Es sind ja erst 59.000 oder sowas drin. So einen Wald brauche ich noch, ne? Aber die sind alle so teuer. Oder ich hole mir halt wirklich wieder den Wald, den ich ganz am Anfang mal hatte. Wo wir die Fahrschule drauf bauen wollten. Das wäre eine Idee. So, geht's jetzt gleich mal weiter hier. Sehr praktisch.
Der leckt genau in der falschen Ecke. Also, da hinten. Treffen uns nächstes Mal. Uppala. Alter, was ist denn jetzt los? Bisschen Traktionsprobleme der Klasse hier. Aber nun ja, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Schaut gerne morgen wieder rein bei der nächsten Folge Real Farming, wo wir hoffentlich dann die Karottenernte abschließen können. Hoffe ich mal. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.